Recht herzlich willkommen zur 138. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind hierhin unterwegs, kann das sein? Das ist unser Händler, den wir gerade haben. Oh, schön. Jetzt habe ich den, glaube ich, nicht erwischt. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Und hier haben wir Salz. Das kaufen wir erstmal komplett auf, oder? Und Übersicht war, hier gibt es keine Produktion von Fleisch. Das ist schon mal gut. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Produktion vom Fleisch war. Hier auf jeden Fall nicht. Und da... Ja, hier ist richtig. Und da fehlt uns... Bauwaren fehlen und... Okay, das zum Ausbau. Das ist aber egal. Da können wir erstmal das Salz hinbringen. Dann können die da vielleicht was produzieren. Wir brauchen noch... 29, glaube, war das letzte Mal. 71 hatten wir da. Da hat der Händler noch was vorbeigebracht. Da oben steht's übrigens. Das andere haben wir ja schon. Ja, dann mal los. Da kommt er, oder? So, dann liefern wir hier ab. Und dann müssen wir mal gucken, ob er oder ob er nicht, sondern ob insgesamt hier produziert wird. Rohstoffe fehlen. Salz. Fleisch. Ja. Läuft doch, oder? Oder läuft's nicht? Rohstoffe fehlen, Bauwaren fehlen. Nochmal reingeguckt. Ja, jetzt fehlen nur die Bauwaren zum Ausbauen. Was sagt der Handel jetzt? Da sind auch schon vierer gekommen. Gut, gucken wir mal hier rein. Gibt's kein Salz. Den Händler haben wir nicht ausgewählt, aber wir können gerade noch die anderen vier da auch noch holen. Da haben wir schon mal acht, aber das sieht doch gut aus. Das sieht so aus, als ob wir ganz schnell fertig werden. Hatten wir hier noch Fleisch? Ja. Hier ist nur einen und deswegen dauert es hier so lange, ne? Da sind nämlich gerade mal vier fertig, wenn da oben vier in Bruchteilen von Sekunden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, gemacht werden, ne? Mit Vergnügen. Oh, das war verkehrt, aber nee, so verkehrt war das auch nicht. Weil wir hier kein Fleisch haben. Okay, aber ist nicht schlimm, lass uns runtergehen. Schon unterwegs. Ja, das war jetzt doof, dass ich da wieder drauf geklickt habe, aber guck mal, hier sind schon wieder sieben Fleisch. Also doch, dann nochmal hingehen und die mitnehmen, ne? Da haben wir 15, glaube. Und dann gehen wir über Sophia zurück und schauen, ob wir... Oh, Zähne sind sogar schon geworden. Respekt. Ob wir hier noch Fleisch kriegen, das weiß ich nämlich nicht. Nein, hier gibt's kein Fleisch. Und Thessaloniki. Mit Vergnügen. Können wir nicht reingucken. Oh, jetzt haben wir das auch nochmal angeklickt. Mit Freude. Und da gibt's überall alles nichts, also bringt das auch nichts, da weiter lang zu gehen. Gehen wir erstmal dahin. Und jetzt gucken wir mal hier. Wie viel ist da? Da sind 6 Einheiten und hier. Ah, keine. Schade. Da müsste wahrscheinlich Salz hin, damit es läuft, ne? Genau. So, Händler sollte hierher kommen dann. Gucken wir da rein. Wo ist er? Wo läuft er lang? Gute Frage. Das ist er nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er den Weg genommen hat. Ah, da kommt er schon an, ne? Genau. Das ist unmöglich. Ziel muss eine Stadt sein. Okay, knapp daneben ist auch vorbei. Gut, die 18 packen wir rüber und haben dann noch 11. Salz gibt's hier nicht. Dann gehen wir mal hier hin, gucken da gerade rein. Da ist aber, doch, da sind 2 Einheiten. Gut, die nehmen wir dann mit. Da brauchen wir noch 9. Ja, schade, hat einer vorweg gegessen. Und da haben wir wie viel? 9. Das sind dann 10.
Vielleicht, wenn wir da sind, sind es 10, dann reicht's. Dann haben wir es auch geschafft, Ben. Cool. Nee, nur 9. Jetzt haben wir 10. Ja, dann geht da nochmal hin. Ist nichts produziert. Hier fehlt auch Salz. Ist hier unten vielleicht noch was? Nö. Obwohl, es könnte ja auch was da sein ohne das. Ne, ist aber nicht. Mit Freude. Hier gibt's auch noch was. Aber gerade nicht da wegen fehlendem Salz. Okay, das bedeutet, wir ziehen lieber zurück. Gucken gerade hier nochmal rein, ob hier was ist. Nee. Schon unterwegs. Hier ist bestimmt jetzt noch der eine drin. Guck, da sind sogar zwei. Geil. Da muss der Händler nur reinlaufen. Dann nehmen wir die zwei mit und dann haben wir die 100. Gut, wunderbar. Sind sogar schon drei geworden. Reicht. Sehr wohl. Gut, dann gehen wir weiter und schauen mal, wie die nächste Aufgabe dann lautet, die wir hier nachhaben, ne? Ach, da geht übers Meer, ne? Schwimmen können wir auch. Geht nicht. Das geht nicht. Wenn man da in die Mitte rein macht, geht's nicht. Sehr interessant. Was war das? Ich hab das abgeliefert und der hat auf 108 erhöht, oder? Das war wohl ein Bug, oder? Ha? Was sollte der Scherz denn jetzt? Cool, oder? Ach, ich hab die genommen. Passt schon. Als alle Waren für die Krönungsfeier bereit liegen und alles perfekt scheint, erhebt der Patriarch sein Wort. Er kann, so sagt er, keinen Mann zum Kaiser krönen, der sich mit den Ungläubigen gemein macht. Er verlangt einen Krieg gegen die Seldschuken. Leon denkt lange über seine nächsten Schritte nach. Er kann die Kaiserkrone nicht mit Rahibs Freundschaft bezahlen. Nicht zuletzt sind es die Schriften des Sultans gewesen, die seinen Aufstieg ermöglichten. Ein wahrer Herrscher wählt sich Freunde und Feinde selbst, würde er jetzt sagen. Während dieser Überlegungen erscheint ein Hauptmann aus Eudokias Leibgarde. Es gab ein Attentat auf die Kaiserin, doch der Mörder konnte aufgehalten werden. Und er stand in Barnas Dienst. Und nun weiß der junge Feldherr, wer der wahre Feind ist, den es hier zu bekämpfen gilt. Leon, ich glaube, deine Entscheidung ist richtig. Barnas konnte dich nicht besiegen. Nun wollte er mich töten lassen, um dich vom Thron fernzuhalten. Solange er noch Einfluss hat, ist weder dein noch mein Leben sicher. Ich weiß nicht, welche Rolle der Patriarch in dieser Sache spielt. Aber ich ahne, dass ihm auch ein Sieg über den Sultan nicht genügen würde. Darum, mein Gemahl, bitte mach diesem Wahnsinn ein Ende. Okay, übernimm die Städte unter Barnas Herrschaft. Das sind nur zwei Stück, das sollte nicht so schwierig sein. Es ist nur die Frage, wo die sind. Ich sehe die jetzt nicht wirklich. Aber eigentlich waren die hier oben, ne? Waren das diese? Ausgeschlossen. Ja, kann man jetzt blöderweise nicht angucken, aber ich glaube, das waren diese blauen. Die sind auf der Karte rot, alles klar. Kiew und Kursk. Okay. Ja, das ist nicht so ganz schwierig, würde ich sagen. Wir müssen nur gucken, dass wir genug Truppen haben, die hier unten aber noch reichlich stationiert sind, in meinen Augen. Oder auch nicht. Ach ja, ich sehe sie schon. Muss das sein? Hier sind sie und warten darauf. Wird rüberkommen. So, das heißt, wir ziehen mit diesen ganzen Truppen da hoch und schauen, dass wir Kiew und Kursk mal gerade einnehmen. So gut wie da. So gut wie da, genau. So, was macht das Geld? Oh, wir haben nicht mehr viel Geld. Da müssen wir gucken, dass wir da wieder ein bisschen besser werden. Aber erstmal kämpfen wir da gegen die Truppen von
Ich glaube, wir sammeln uns besser mal hier vorher, bevor wir dahin rennen, ne? Okay. Wird nicht lang dauern. Jo, wir sind ja auch gleich da, ne? Die Reiterei ist schon da, der Speer war schneller. Okay. Das war schon ein Speer, der gerade mal ganz schnell Tschüss gesagt wurde. Da kommen die nächsten Einheiten. Das sind fast alle, ne? Glaube ich. Ich glaube, da sind keine mehr unterwegs, ne? Das waren sie jetzt, ja. Gut, dann gehen wir auf Kiew, oder? Und so viel Power hat die Stadt nicht, das ist schon mal gut. Hat aber ein paar Einheiten hier. Aber die sind nicht viele. Die sind schnell erledigt. Ja, und da rasen die Zahlen runter. Gleich sind es nur noch 20. Die ersten 10% haben wir. Ja, hat nur zwei Städte, ne? Müssten wir eigentlich relativ zügig kriegen. 7, 15 und 5. Und wir haben noch 437.000. Können wir noch ein bisschen bezahlen, ne? So, 17 haben wir jetzt. Wir haben über 3000 Soldaten. Das ist schon mal was, oder? Wir müssen da draufbleiben, dann sehen wir es nicht, ne? Wo hat er das denn eben angezeigt gerade? Naja, ist egal. Machen wir so. Händler von uns fahren auch durch die Gegend. Ja. So, da sind wir bei 13.000. Jetzt. Händler überfallen worden irgendwo. Das können wir jetzt hier gerade noch schnell abwarten. Bis das fertig ist. Und dann kommen wir schon nach Kursk. Und die zweite Stadt einnehmen. Mal gucken, wie viel Wert die hat, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das hier nicht mehr zu einem Problem wird, so wie wir das sehen, ne? Eher das Geld mit 330.000, das ist nicht viel. Da müssen unsere Händler mal ein bisschen was machen, ne? Kommt noch eine Einheit, die wieder bekämpft wird. Jetzt hat er unten umgeswitcht. Jetzt kann er 15 Einheiten anzeigen. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, 8 mal 3 ist 24 Einheiten. Dann sind die einzeln jetzt angezeigt, nicht zusammengefasst wie vorher. Wir sind schon unter 6000. Ja, das ist zügig, ne? 5000 vorbei. Viertausend vorbei. Dann wird wieder ein Speer oder was angegriffen. 3000 vorbei. Zweitausend. So, die letzten 1000. Und dann haben wir es geschafft. 500. 100. Übernommen. Banas ist so gut wie vernichtet und wir haben die volle Unterstützung der Senatoren. Sie üben derzeit großen Druck auf den Patriarchen aus. Lange wird er dir die Krönung nicht mehr verwehren können. Da bin ich mir sicher. Ja, da haben wir diese Info noch bekommen und jetzt gehen wir noch hier oben gerade so mal Kurs vorbei und gucken, was da für Stärken sitzen. Wahrscheinlich ist diese Stadt aber stärker befestigt, würde ich jetzt mal sagen, weil irgendwo muss ja eine Herausforderung sein. Obwohl, 26.000, das ist auch nicht die Welt, ne? Und da kämpfen wir jetzt gegen ein paar Einheiten, die dann auch schon verloren haben. Ja, das läuft dann auch, ne? Rennt auch runter. 26 nur noch. Tja. 25.
24. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das ganz einfach so, dass ich das Spiel weiterlaufen lasse, die Aufnahme aber beende und wir sehen uns kurz bevor wir das übernommen habt in der nächsten Folge dann wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.